So, liebe Leute, herzlich willkommen, euer Van Bergen, wieder einmal am Mikrofon. Wir sind in der Charaktererstellung von GTA Online. Ihr seht schon bereits, eigentlich wollte ich heute am 1. Oktober direkt mit dem Spielen beginnen. Leider funktioniert es noch nicht, die Server sind total überlastet, man kommt gar nicht klar. Aber ich habe meinen erstellten Charakter nochmal gelöscht und nehme nochmal alles frisch für euch auf, damit ihr mal sehen könnt, wie es eben so ist. Also, wir gehen mal rein in den Charakter-Slot, müssen hier einen erstellen. Und das ist ein bisschen anders wie bei anderen Spielen. Hier erstellt man nicht direkt seinen Charakter anhand der Nase, Mund und Größe, sondern hier muss man die Vererbung bestimmen, also sprich von meine Großeltern und Eltern eben. sind somit ausschlaggebend für euer späteres Aussehen. Wir gehen einfach mal rein, den zeige ich euch das. Also hier kann ich jetzt zum Beispiel die Mutter der Mutter auswählen, also sprich die Großmutter, meine Oma, wie die ausgesehen hat. Und demnach ändert sich dann auch mein Abbild. Also wir gehen mal rein, machen uns erstmal männlich. Das wird das Erste sein. Also, ein bisschen dunkel sehe ich aus. Fangen wir mal an. Die Mutter der Mutter, die machen wir mal so. Und ich hätte ungern, das passt ganz gut. Aber ich bin so dunkel, ne? Guck mal, der hat einen richtigen Teint. Der hat irgendwo gut Bräune abgekriegt, der Kerl hier. So, okay. Nun kann ich noch bestimmen, wem ich ähnlich sehen möchte. Ähnlichkeit der Mutter, oder wie ähnlich die Mutter ausgesehen hat, ihren Großeltern, dann würde ich mal vorschlagen, hier, denn doch von der Großmutter stammt sie mehr ab. Okay. So viel dazu. Jetzt gehen wir mal die Mutter des Vaters. Also nicht so eine Chinesin, das ist ungünstig. Ja, aber sowas ist auch nicht so gerade passend. Wir können uns ja auch so richtig dunkel machen. Machen wir mal. Also, wir machen mal hier so einen Bill Cosby-Verschnitt. oh Gott, ich sehe aus wie Balotelli. Alter, geht ja gar nicht. Evil. Oh Gott, wie er aussieht. Unmöglich. Warum hat denn der so ein dickes Kinn? Okay, jetzt werde ich doch ein bisschen heller. Kann ich ja mal übernehmen. Aber so eine komische Spitznase, ne? Sieht ja furchtbar aus. Ähnlichkeit des Vaters. Kann man ja bestimmen hier, wem man ähnlicher sein möchte. Ah, dann wird man auch wieder dunkler, wenn man der Mutter ähnlich sein möchte. Oh Gott, des Willen. Also echt herrlich. Gar nicht so einfach, das festzulegen. Meine Ähnlichkeit, mehr Vater oder mehr Mutter? Ah, jetzt kann ich mich doch ein bisschen, ja, ist ein bisschen ansehnlicher, ein bisschen. Aber ein bisschen Fülle brauche ich auch. Okay. Ja, das geht eigentlich. Also es kommt dem schon ganz nah. Oder wir machen uns einen richtigen, wir machen uns mal so einen richtigen Homie. Ist nie verkehrt. Finde ich sowieso cool. So richtig San Andreas-like. Oh ja. Holy shit. Oh Gott. Sieht aus wie eine Indianerfrau, ne? Guck mal da. Mami, Papi. Ähnlichkeit der Mutter. Wem bin ich ähnlicher? Dem Vater oder der Mutter? So werde ich wieder heller. Und so werde ich dunkel. Okay. Ja, ich mache mir mal so einen richtigen Homie jetzt. Vater. Dann muss ich es hier auch dunkel machen. Oh Gott. Krass. Krass. Ich denke mal, das ist ausreichend. Ich muss die Mutti noch ein bisschen dunkler machen. So. Und jetzt den Vater noch. Übel. Übel. So eine Mischung hier. Das geht doch. Das ist nicht so schlecht. Sieht noch nicht ganz so abgeräumt aus, oder? Das ist ein bisschen zu glitschig hier, die Geschichte. Aber herrlich ist es, ne? Total kurios, bis man das hinkriegt, so wie man es ganz gerne hätte. Ist gar nicht so einfach, weil die Frisur passt natürlich auch überhaupt nicht. Okay, die Kombinationen sind ja hier auch unerschöpflich. Sieht man ja schon direkt. Das ist echt nicht einfach. So ein heller, bisschen heller. Hat er irgendwie so einen asiatischen Touch, ne? Kriegt er irgendwie weg, keine Ahnung. Meine Ähnlichkeit kann ich auch ein bisschen hier rüberschieben. Mehr der Mutter. Ja, so ein Junge, ja genau. Aus dem Block direkt. Cool. Ich glaube, das nehme ich jetzt einfach mal, damit wir einen Schritt weiterkommen. So, Lifestyle kann man jetzt festlegen. Okay, mehr schlafen, mehr mit Freunden abhängen. Und daran richtet sich dann meine Ausdauer, Schießen, Stärke, Fahren und Lungenvolumen. Also alle die Fähigkeiten, die ihr aus dem Singleplayer kennt. Ich würde sagen, 5 Stunden Schlaf reichen. Mit Freunden und Familie abhängen. 2,5 Stunden, okay. Sport treiben und Training ist nicht so. Ist ja cool. Guck mal, verändert sich gleich das Outfit. Hahaha, ehrlich. Machen wir mal. Oh, cool. Sport treiben und trainieren. Geht gleich eine andere Richtung hier. Legale Arbeit verrichten. Fast gar nicht.
auf dem Sofa rumlungern, das ist auch langweilig. 2,5. Partys ist gut. 3, 3,5 Stunden. Illegale Arbeit, 4 Stunden. So, Partys. Na, no, Partys können wir ruhig machen. So. Okay, cool. Hat zumindest mal ein bisschen Style. Bisschen. Das sehen wir dann hier. Stärke ist gar nicht so schlecht. Schießen ist mager. Ausdauer geht. Fliegen ist gut. Fahren ist gut. Und Lungenvolumen hat er auch. Hey, mein lieber Schieber. Wenn ich so mache. Oh, aber das ist ein richtiges. Oh, übel. Übel. Cool. Weniger Sport. Ich kann auch mal ranzoomen. Der hat so richtiger. Wenn ich hierbei illegale Arbeit verrichten, dann kriegt er so richtige Schellen. Also als ob er immer auf die Fresse gekriegt hätte. Überragend. So machen wir das. 4,5. Sehr gut. Illegale Arbeit. Partys noch ein bisschen. Komm. Hey, cool. Hat so einen richtigen Schnäuzer. Den will ich aber nicht behalten. Aber das geht. Ich denke mal, mit dem so kann man erstmal loslegen. Ich muss noch ein bisschen am Style arbeiten. Aber das machen wir jetzt. Erscheinungsbild, genau. Da ist sie. Alter. Ja, ein bisschen jünger mache ich ihn mal. Ich bin ja auch noch 29. Ich mache ihn mal 29. Biker-Frisur. Hut mache ich mal kurz weg, um zu sehen. Was für eine Frisur ist das denn? Geht gar nicht. Pferdeschwanz. Flecht rein. Nee, lass mir mal weg. Was haben wir denn noch hier so? Man sieht es ganz schwach, ne? Ich denke, auch im Video wird man es nicht so drauf. Oh, das ist gut. Kurz geschoren ist immer gut, ne? Und dann machen wir mal Haarfarbe. Natürlich schwarz. Und wir machen ihn kein. Wir machen ihn so einen richtigen Vollbart. Geht nicht aus so ein richtiger Vollbart? Knebel, ungepflegt. Was ist denn. Ach, das ist. Braucht ungepflegt Vollbart. Spitzbart, Balbo. Kurze Stoppeln, glatt rasiert, ungepflegter Bart. Ja, perfekt. Den brauchen wir. Ah, dann brauche ich aber auch eine andere Frisur. Die geht auch nicht. Hipster. Ist ja ehrlich. Biker-Frisur geht nicht. Flecht rein. Ja, die können wir mal drin lassen, oder? Sollen wir die Flecht reinnehmen? Oder doch eine Gel-Frisur. Kurz gekämmt. Nee, geht auch nicht. Stachelfrisur. Da kann man bestimmt nochmal zum Friseur gehen. Deswegen nehme ich mal kurz geschoren. Und dann setze ich ihm eine Mütze auf. Was haben wir denn hier für eine? Oh, cool. Hut 2, machen wir es mal weiß, oder? Eine Brille. Ja, überragend. Aber lassen wir weg die Brille vorerst. Okay, das passt. So, und so können wir speichern und weiter. Das wäre die Charaktererstellung. Und beim nächsten Mal zeige ich euch das Intro, meine Lieben, von GTA Online. Das Gameplay-Intro, wie es dann aussieht, habe ich mir schon angeguckt. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Also, bis gleich. Ciao.